Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfel-Like-Video. Gerade ist die WWDC 2016 zu Ende gegangen und ich fasse euch alle Infos zu iOS 10 zusammen. Mein Name ist Tim, viel Spaß! Passend zum Titel hat Apple 10 neue Features vorgestellt. Fangen wir vorne an. Der erste Punkt war das Control Center. Es wurde redesigned. So kann man jetzt nach links swipen, um ein Control Center speziell für Musik zu öffnen und nach rechts, um die Kamera-App zu öffnen. iPhone 6S-Nutzer müssen ihr iPhone nur noch hochheben, damit das Display aktiviert wird. Zudem wird die 3D-Touch-Funktion noch mehr genutzt. Bei manchen Apps öffnet sich bei Nutzung ein kleines Fenster, auf dem man so, ohne die App zu öffnen, viele Infos entnehmen kann. Im zweiten Punkt ging es um Siri. Siri ist jetzt auch für Entwickler verfügbar, sodass man zum Beispiel Nachrichten-Apps direkt in Siri integrieren kann. Das wird viele Entwickler freuen. Der nächste Punkt war QuickType. Das iPhone folgt den Unterhaltungen, so kann man zum Beispiel schnell eine Adresse einfügen oder die Sprache wird erkannt. Ein etwas größeres Update gab es bei der Fotos-App. Die Engine der Gesichtserkennung ist jetzt noch besser und neben Gesichtern kann die App auch Objekte erkennen. Das hilft dabei, dass im neuen Menüpunkt Erinnerung Fotos nach Ereignissen wie zum Beispiel Orten oder Gegenständen geordnet werden können. Daraus kann man dann schnell eine Art Diashow oder Trailer erstellen. Im Nachhinein kann man aus verschiedenen Musiktiteln oder Videolängen das passende auswählen und diesen Clip dann verschicken. Da sind wir auch schon bei der Hälfte angekommen. Im fünften Punkt ging es um die Karten-App. Wie schon von Google Maps bekannt, werden in der Karten-App Orte angezeigt, wo man hingehen oder fahren könnte. Diese kann man auch nach Kategorien ordnen. Hat man sich dann entschieden, kann man sich mit der Turn-by-Turn-Navigation zum Ziel führen lassen. Dies kann jetzt via CarPlay auch auf dem Dashboard des Autos angezeigt werden. Zudem wird der Verkehr angezeigt und die Zeit, die man länger braucht, bis man sein Ziel erreicht. Auch die Karten-App wurde für Entwickler geöffnet. Endlich gibt es auch neue Zahlen zu Apple Music. Laut Apple soll der Streaming-Dienst 15 Millionen aktive Abonnenten haben und auch das Design der Apple Music App wurde erneuert. Es gibt jetzt neue Menüpunkte für Musik, die sich auf dem iPhone befindet und so weiter. Zudem kann man sich für jeden Song Lyrics anzeigen lassen. Auffällig ist, dass die Connect-Option in den Hintergrund rückt. In der News-App kann man jetzt Seiten abonnieren und Breaking News empfangen. Zudem lassen sich die Beiträge nach Kategorien wie zum Beispiel Trending oder Sport sortieren. Auch eigene Sektionen kann man hier hinzufügen. Apple hat zwar kein Smart Home Device vorgestellt, dafür aber die neue App Home. Mit ihr kann man alle seine Smart Home Devices bedienen und vorgefertigte Profile erstellen. Das vorletzte große Feature ist das Telefon. Ja, auch hier gibt es mal wieder ein Update. Anrufe aus Apps wie zum Beispiel WhatsApp sehen jetzt wie ein ganz normaler Anruf aus und mögliche Spam-Nummern werden sofort auf dem Display angezeigt. Das letzte große Feature ist quasi das Gegenteil vom letzten und zwar Nachrichten. Hier gibt es einiges Neues. Links bekommen jetzt direkt eine Vorschau und YouTube-Videos können in der App direkt abgespielt werden. Dies geht auch mit Apple Music. Auf Knopfdruck kann man Text durch passende Emojis ersetzen. Diese werden jetzt auch dreimal so groß wie vorher vorgestellt. Zudem gibt es neue Effekte wie Digital Touch oder eine Eingabe via Handschrift. Diese kommt dann animiert am anderen Ende an. Man kann auch Nachrichten verschlüsseln, um spannende oder geheimnisvolle Nachrichten zu versenden, die der Gegenüber erst mit einem Wischen ersehen kann. Auch iMessage wurde für Entwickler geöffnet, so dass bald animierte Effekte oder Emojis von Drittanbietern erhältlich sein werden. Das waren die 10 Features. Zudem hat Apple noch gesagt, dass alles End-to-End verschlüsselt wird und auf dem Gerät bleibt. Zudem kann man endlich auch Safari im Split-View-Modus nutzen. Für Entwickler gibt es die Beta schon heute und im Herbst dann für alle. Was haltet ihr von iOS 10? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und schaut euch unsere anderen Videos zu macOS, tvOS und watchOS an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.